Während der Klimagipfel in Kopenhagen stattfindet, hat sich News 352 zu einem Interview mit Camille Girard, dem Stellvertreter von den Grünen, und Paul Delannoy, dem Direktor von Greenpeace Luxemburg, getroffen. Der Nachhaltigkeitsminister wird in der zweiten Woche vor Ort sein, soweit meine Informationen korrekt sind. Wir freuen uns, dass Premierminister Juncker auch an den Verhandlungen teilnehmen wird. Es werden noch weitere Personen anwesend sein. Die Abgeordnetenkammer wird durch eine Delegation von 5 Personen, zu denen ich auch gehöre, vertreten sein. Aber es gibt auch NGOs. Ich zum Beispiel repräsentiere außerdem die Internationale Klimaallianz in Kopenhagen. Greenpeace erwartet von der luxemburgischen Regierung, eine fortschrittliche Position einzunehmen. Ich meine, die letzte Regierung ist Teil von der europäischen Delegation. Die luxemburgische Regierung ist Teil der EU-Delegation. Die Europäische Union setzt ihre Ziele sehr früh. Wir erwarten von der luxemburgischen Regierung vor allem Hilfe, um sicherzustellen, dass die europäischen Positionen auch Gehör erlangen. Wir hoffen, dass die Regierung eine klare Botschaft liefern wird. Wir als die nördlichen Länder nehmen erst unsere Verantwortung wahr, bevor wir etwas von den anderen erwarten. Wir müssen daher einen fortschrittlichen Standpunkt einnehmen, um zumindest am Ende der Konferenzen eine politische Einigung erreichen zu können. Zumindest so ein politischer Akkord am Ende der Konferenz könnte. Wir haben zwei Möglichkeiten. Was Greenpeace will, ist ein ambitioniertes Abkommen. Was das bedeutet? Es ist eine Vereinbarung, die die ganze Welt dazu bringen soll, die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren. Von jetzt bis 2020 und dann in den Jahren 2030, 2040 und 2050 das zu tun, was die Wissenschaftler uns sagen. Außerdem fordern wir ein faires Abkommen. Aktuell produziert jeder Luxemburger 25 Tonnen CO2 pro Jahr, während ein Inder zum Beispiel nur 2 Tonnen produziert. Das ist in der Tat ein Problem. Wir sind uns dessen bewusst, dass das ein untragbares Ungleichgewicht in Bezug auf fossile Brennstoffe ist. Deshalb fordern wir Gerechtigkeit. Das heißt, dass die Industrieländer ihre Treibhausgasemissionen noch drastischer reduzieren müssen, um es den Entwicklungsländern auch zu ermöglichen, deren Entwicklung fortzusetzen. Aber eben nicht so schnell, wie es heutzutage ist, sondern etwas langsamer, sodass sie weiter wachsen können. Wenn es realistisch ist, also Menge nicht mäßig, dass sie ein zusätzliches Protokoll. Um realistisch zu bleiben, ich glaube nicht, dass wir ein weiteres Abkommen wie das Kyoto-Abkommen erreichen werden. Es scheint unmöglich, da eine rechtliche Vereinbarung finden zu können. Immerhin können wir ein politisches Abkommen erwarten, in der eine Reihe von Elementen geklärt werden. Als allererstes muss die Notwendigkeit einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf höchstens 2 Grad international anerkannt werden. Senkungspläne müssen klar definiert werden, dass die großen Akteure wie die EU, die Vereinigten Staaten und Japan den Weg aufzeigen und die Schulden, die sie noch bezüglich der südlichen Länder haben, bezahlen. Sie sollten festlegen, wie wir den südlichen Ländern helfen können und vor allem den Ärmsten, damit sich der globalen Erwärmung anpassen können. Denn sie sind die Ersten, die davon betroffen sein werden. Aber wir müssen ihnen auch Technologietransfer bereitstellen, damit sie ein anderes Entwicklungssystem benutzen können. Betroffen sind wir aber auch ihnen Technologietransfer assurieren, dass sie auch einen anderen Weg, eine andere ökonomische Entwicklung holen, wie wir sie geholt haben. Luxemburg ist weltweit wohl an der 3. oder 4. Stelle, was die Treibhausgasemissionen pro Person angeht. Das heißt, wir sind die größten Umweltverschmutzer der Welt. Die Situation ist natürlich sehr ernst und wir können nicht einerseits sagen, ja, aber was können wir schon groß tun? Wir können etwas tun, denn das, was wir tun und unsere Lebensweise sind natürlich verantwortlich für all die Schäden an der Umwelt, an der Gesellschaft und so weiter. Also was wir verlangen und was wir schon seit langem fordern, ist, dass der Staat die Verantwortung übernimmt und aufhört, nach Entschuldigungen zu suchen. Und damit meine ich nicht nur die Regierung, sondern die gesamte Gesellschaft, einschließlich politischer Verantwortung. Ich meine, die wichtigste Bereich ist Mobilität. Die wichtigste Herausforderung ist die Mobilität und das ist unser großes Problem. Wir verwenden einfach zu häufig unsere Autos und meistens sind diese viel zu groß. Wir können eine Menge ändern. Wenn wir öfter die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen würden, tun wir etwas für die Umwelt, wir sind weniger gestresst und man kann neue Leute kennenlernen. Man kann sich entspannen. Ich ermutige die Menschen immer, Bus und Bahnen zu benutzen. Und sie werden schnell merken, dass sie damit nicht nur etwas für das Klima tun, sondern auch für sich selbst. Man kann im Zug sogar schlafen. Außerdem muss man sich nicht länger über die ewigen Staus auf der Autobahn ärgern.
Und auch wenn viele sagen, sie können im Auto laut Musik hören, nun, das kann man in Bus und Bahn selbstverständlich auch tun. Natürlich Qualitäten, die ganz oft unterscheiden.